Leute, was geht? Ich bin zurück, Becky. Ich bin wieder da mit pinken Haaren wieder. Ja, ihr habt schon danach gefragt. Jetzt sind sie wieder da. Ich habe sie aus meinem Schrank gekramt. Wirklich jetzt, aus meinem Schrank. Die liegen da rum. Wirklich. Ohne Scheiß. Ich habe was gefunden auf TikTok, wo ich mir dachte, was ist das? Und warum denkst du dir dabei, wenn du das siehst, deine Schule ist einfach nur Kacke? Du bist auf der falschen Schule gelandet. Denn ich habe die Private School Check Challenge gefunden und ich dachte mir, wir schauen uns das einfach mal zusammen an. Gucken mal, was die Schulen so haben, was wir auf unserer Schule nicht haben und niemals haben werden. Es wird geflext, Leute, aber richtig. Richtig geflext. Ja, auf jeden Fall springt die Daumen nach oben, wenn ich mir mehr TikTok-Challenges reinziehen soll oder vielleicht welche nachmachen soll. Lasst es mich wissen in den Kommentaren und mit einem Daumen nach oben. Aber bevor wir loslegen, schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie findet ihr eure Schule? Findet ihr die voll Bruchbuden-Style? Und da sollte mal schleunigst was geändert werden und ihr fühlt euch noch wie im letzten Jahrhundert oder so zurückgeblieben damit? Oder habt ihr eine richtig moderne Schule? Und wenn sie richtig modern ist, was findet ihr am coolsten an eurer Schule? Das würde mich mal super interessieren. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Wusch. Flex. Was? Was war das? Ist das der Preis, wie viel die Schule kostet? Ja, da steht Jahresbeitrag. Aber das kann doch niemals richtig sein. Ich meine, 651.400.000? Das kann doch niemals richtig sein. Ah nein, nein, nein. Alle Gebühren sind in vietnamesischen Dong angegeben. Okay, warte mal, ich muss mal eben eingeben. Wie viel kostet ein Jahr auf dieser Schule, bevor wir weiterschauen? Ich habe da auch einen Haufen iPhone 10 gerade gesehen. Okay, was sind das jetzt hier? 651 oder 671? Ich weiß ja nicht, wovon das abhängt. Ah, geben wir mal das teurere davon ein. Vielleicht für die Spätzahler oder so. Keine Ahnung. Auch so teuer. Gibt es eine Schule, die richtig teuer ist? Also in der Schweiz bestimmt. Auf jeden Fall. Vielleicht noch irgendwie Luxemburg oder irgendwie sowas. England auf jeden Fall. Da ist es mindestens genauso teurer, wenn nicht sogar noch teurer. Aber wow, das ist eine Hausnummer, Leute. Müsst ihr euch mal vorstellen, so teuer wäre unsere Schule hier. Ciao. Echt ciao. Okay, flex, flex. Was ist das? Ist das ein Kinosaal in der Schule? Und dann denkst du dir so, Mann, bist du ein armes Schwein, wenn dein Lehrer mit so einem Wagen reinkommt mit dem Fernsehen drauf. Oder mit seinem richtig langsamen Notebook, was erstmal eine halbe Stunde braucht, um hochzufahren, ja. Um dort irgendwie einen Film abzuspielen, der dann mit einem Beamer verbunden ist. Das ist schon sehr Hightech. Ja, ein ganzer Kinosaal oder, keine Ahnung, so ein Riesensaal mit schönen Ledersitzen und einer riesen Leinwand. Oh mein Gott, so cool. Werden die da mit G-Wagons in die Schule gefahren? Was ist das für eine Schule? Und dann kommst du an mit so einem ranzigen Schulbus, der im schlimmsten Fall, wenn du auf dem Dorf wohnst, noch nicht mal fährt bei Schnee. Oder wenn du den einmal verpasst, du kommst nicht mehr zur Schule. Du kommst einfach nicht mehr zur Schule. Ich kenne das, Leute. Ich kenne das. Ja, wow, ich hätte auch gern jemand, der mich so zur Schule fährt. Ich meine, das ist schon Luxus. Da fühlst du dich schon wie so ein Millionär, ne? Als hättest du einen Jackpot gewonnen. Wenn du jemanden hast, der dich zur Schule fährt. Das ist sad. Das ist echt sad. Okay. Ist hier zu Hause? Alter! Und da wartet wieder ihr Chauffeur, was wahrscheinlich nicht ihr Vater ist. Läuft. Die haben elektrische Türen? Die haben Fahrstühle? What? Gibt's bei euch Fahrstühle, die die Schüler bei euch benutzen dürfen? Also ich kenne das nur, dass die gehandicapten Schüler damit fahren dürfen oder die, die verletzt sind, aber nicht jeder. Und elektrische Türen, das gibt es nur beim Lehrerzimmer höchstens. Und die sind immer versperrt für alle Schüler. Okay, das ist auch schon cool. Solche Kleinigkeiten, okay, die fehlen einfach. Aber ich weiß gar nicht, wenn so viele mit dem Fahrstuhl fahren, das muss ja echt geordnet bei denen zugehen, also so wie ich die ganzen Chaotenklassen kenne und so, die alles auseinandernehmen, bei uns
wurde sogar mal die Heizung zerstört. Das ganze Klassenzimmer war unter Wasser. Ich will nicht wissen, wie es im Fahrstuhl wäre. Du bleibst stecken. Ayo, private school check. Oh ja, schon wieder AirPods. iPhone 10, 8, Gucci-Brille, yo. Fette Karren, die haben wahrscheinlich noch eine Tiefgarage in der Schule. Disco Girls. Alles am Start. Alles. Ayo, private school check. Oh yeah. Oh my god. Oh my god. Was ist das? Die polieren sogar ihre Broschen. Oh my god. AirPods dürfen auf jeden Fall nicht fehlen. Markenschuhe. Und also die haben echt, ich muss sagen, das ist fast wie Urlaub. Digga, wenn ich da zur Schule gehen würde, ich würde mir eine Hängematte mitnehmen. Ich würde mich in der Pause einfach mal sonnen lassen, richtig braun werden. Weil, Alter, das sind Palmen. Du kannst dir bestimmt noch irgendwie Kokosnüsse pflücken, Mann. Mangos. Das ist hier schon Urlaub. Das ist wirklich keine Schule mehr, das ist Urlaub. Oh ja, Flex, Flex. Was ist das alles? Immer diese Leute, die ihre ganzen Apple-Sachen rausholen müssen. Habt ihr auch diesen einen auf der Schule, der alles rausholt, iPhone, iPad, MacBook, AirPods. Der holt seinen ganzen Apple-Laden aus der Jackentasche. Kennt ihr so jemanden? Also ich kenne da so einen. Ayo, private school check. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar. What? Moment, ich war gerade voll abgelenkt wieder von diesem typischen AirPod-Flex, der auf jeden Fall nicht fehlen darf in der Privatschule. Alter, habt ihr diese ganzen iMacs gesehen? Aber die bezahlen halt auch mega viel, ne? Kein Wunder, warum die Schule dann Geld hat. Ja, Fahrstuhl, normal. Was sollte gerade das Kreuz? Was sollte das gerade? Das passte so gar nicht. Überhaupt nicht. Das hat nichts gerettet. Nein. Das war trotzdem Angeberei, okay? Jesus hat damit nichts zu tun. Halte Jesus daraus. Ayo, private school check. Gucci-Tasche. Die Aussicht, Alter. Diese Casio-Uhr ist kein Flex, Mann. Wen willst du da verkackeiern? Das ist kein Flex. Ayo, private school check. Wow. So sieht der Computerraum aus? Alter, das ist krass. Die haben einfach mal überall iMacs. Überall. Richtig Hightech. Bestimmt die neuesten Dinger. Krass. Ja, gepolsterte Stühle. Alter, diese... Erstmal guckt euch mal diese Halle an. Krass. Und jetzt, die haben ein eigenes Filmstudio in der Schule. Mann, ist das Goals. Das ist sowas von Goals. Oh mein Gott, Traumschule. Starbucks auch noch neben der Schule. Alter, ich werd neidisch. Jo, alles klar. Alles klar. Werft das Geld hin. Werft die Fuffis rum. Ayo, private school check. Apple Watch, Gucci Brille, AirPods. Der Flex ist hart. Der Flex ist richtig hart hier. Ayo, private school. Oh yeah, richtig Kammel-Look. What? Wie viele MacBooks sind das? Alle haben MacBook, alle haben AirPods, alle haben mega teures Handy, alle haben Apple Watch. IMAX wieder in der Schule, im Computerraum, krass. Die AirPods, die sind überall. Why? Alter, das Bad, habt ihr es gerade gesehen? Und bei uns sehen die Toiletten richtig, naja. Nach ein paar Stunden Schule auf jeden Fall. Richtig ranzig aus. Schaut euch das mal an. Die Schule hat sogar ein Gym. Aber heftig, dass sie ein ganzes Fitnessstudio haben. Aber ich würde das sowieso nicht wirklich wollen, weil wozu? Da bleibst du ja noch länger in der Schule, als du eigentlich willst. Also braucht man nicht. Ayo, private school check. Yo. What? Bei uns wird es das niemals geben. Aber da bist du auch viel mehr dazu verführt, echt dich ungesund zu ernähren.
Alter, dieser Schulhof. Schulranzen sind völlig überbewertet. Völlig. Völlig. Ich hab keine Worte mehr. Okay. Private School Check. Jo, iPad-Schule, teure Schlüsselanhänger, teure Sneaker, Diamanten, teure Autos. Ayo, läuft! Okay, Dubai wundert mich nicht. Oh mein Gott, wie sieht die Schule aus? Ja, normal. Ich glaube, das ist doch völlig normal. Also ich bin echt geschockt. Also ich meine, man denkt schon so, seine Schule ist echt ein bisschen krüppelig oder könnte schon was gemacht werden. Ist meistens ja auch so, aber ich glaube, da würde ich mich echt unwohl fühlen. Ich weiß auch nicht. Also okay, wenn die alle sehr viel Geld haben, dann, keine Ahnung, können die wahrscheinlich mithalten, aber ich will gar nicht wissen, wie hoch die Grenze ist. Also, um mitzuhalten. Keine Ahnung, wie es auf den Schulen da so ist. Kann auch vielleicht täuschen, aber das vermittelt das irgendwie so ein bisschen. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Würdet ihr euch wohlfühlen auf so einer Schule? Und wenn ihr irgendwas an eurer Schule ändern könntet, was wäre das? Schreibt es mir gerne unten rein. Was fehlt eurer Schule oder so? Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye!